Und das ist doch die machen. Guten Morgen, meine Lieben. Wir haben einen Stargast wieder. Ich musste ihm 50 Euro geben für den Auftritt. Nein, Quatsch, sonst verlangt es wirklich noch von mir oder sowas. 60 waren. 60? Ja, klar. So, es ist früh und die Kinder sind mittlerweile wieder gut drauf. Izzy war so ein bisschen knatschig, wie jeden Morgen. Mein Schatz geht. Oh. Die hört auch voll zu, was ich sage. Du bist durch und durch wie dein Papa, weißt du das? Aber ehrlich. So, okay, ich muss Essen vorbereiten, weil sie ist heute in der Betreuung, aber ohne Essen. Betreuer? Hast du Betreuer? Du bezahlst die Betreuung, ja. Aber in 2 Wochen kriege ich Essen. Ja, Mann. 2 Wochen. Wieso? Ja, vielleicht bleibt dir was übrig und dann kannst du mit essen. Mein armes Kind. Chili Popcorn dazu und Tomaten. Ja, nee, tschüss mal. Ich habe alle Kinder jetzt gerade weggebracht und jetzt habe ich wieder bei uns geparkt, weil vor der Krippe kann man nicht parken. Die bauen da was um. Also Gianni, gehen wir? Gehen wir zur Krippe? Gehen wir zur Krippe? Schnell! So, die Eingewöhnung, nein, die Eingewöhnung war es gar nicht, ein Schnuppertag. War ganz toll, Gianni hat mit anderen Kindern gespielt. Gianni? Der I ist da, ich kann es selber kaum glauben. Gestern habe ich auch D-Max geguckt. Jetzt fühle ich mich wie ein Mann. Dann endlich geben die mir was zu essen. Der Gianni schläft. Ich wollte die Zeit nutzen. Oh, der schläft. Edi ist drin. Edi kann auch nicht schlafen. Ja, also von vorhin auch. Nein, also der Edi kann nicht schlafen. Ich bin am PC. Wollte anfangen, das Video zu Ende zu schneiden. Ja, habe aber festgestellt, weil ich auch ein paar Überweisungen machen muss, dass von meinem Konto 2 Sachen wieder abgebucht worden sind von einer V-Cash. Und ich hatte letztens schon Novoline, das 25 Euro bei mir abgebucht hat. Und jetzt V-Cash, einmal 80 und einmal 20 Euro. Und ich habe es natürlich direkt gegoogelt, wieder irgendwelche Abzugfirmen. Boah, Leute, verdient doch mal eure Geld richtig und nicht so. Ich bin so sprachlos, oder? Wie kann man so? Dann hole ich nur schnell Milch. Tizzi geht zu Penny. Oh, mein Rücken tut weh. Ich habe mich beim Training verletzt. Ich habe nicht zu schwer gehoben, sondern habe mich einfach noch falsch bewegt. Und dann ist mir noch so ein Holzband auf den Fuß hier gefallen. Seit 3-4 Tagen tut mir mein Fuß hier richtig weh. Musste 3 Löcher reinmachen und das Blut raus. Gianni ist wach. Gianni, mein Schatz. Komm zu Baba. Komm zu Baba, Mann. Komm. Willst du nicht zu Baba? Willst du lieber zu Mama? Lieber zu Mami? Mama. Zu Mama? Komm her, Jan. Komm. Ess dich. Ich ess dich. Ich ess dich gleich. Mama ist so Penny, mein Schatz. Schlimm? Stimmt. Oh, noch hoch mit dir. Zack.
So, Jen. Mami ist nicht da, mein Schatz. Mama ist Penny. Du. Jan, deine Haare sehen aus wie meine. Nur nicht gegelt. Hallo Jan. Hast du die Kamera gesehen? Lass die Kamera da. Gib Kuss. Jan, Jenny, gib Kuss. Gib Kuss. So, der Dani ist ja wach und der Ili nimmt mir meine Videos zum Hochladen. Heute kommt ja eins, aber sicher, ich wollte das morgen machen. Aber wie gesagt, da braucht nur irgendwas dazwischen zu kommen und dann stehe ich da ohne eins. Deshalb super, dass es jetzt geklappt hat. Der Idris, wie gesagt, fährt. Hat heute mal nur 1,5 Stunden geschlafen, aber da er sonst immer 16 Stunden schläft, nicht witzig. Wir wollen jetzt hier ein bisschen kehren mit dem Johnny. Das Wetter ist so schön. Johnny! Johanna braucht mein Auto nicht. Johnny! So schöne Szene! Du und die Kamera! Fertig holen! Edi, machst du ihm noch eine Nuss auf? Ja! Hier, Johnny! Johnny, komm! Hallo, mein Schatz! Apropos, warum machst du das nicht eigentlich? Weil mein Rücken wehtut. Dann gib mir wenigstens den richtigen Wesen. Gibst du mir bitte einen richtigen Wesen? Ja, du Hexe. Yes! Na. Diese Behälter, die da drin sind, gehören uns schon. Ach so, ja, der Klaus meinte was. Was ist denn das? Superwagen. Okay. Wenn wir Picknicken oder so gehen, brauchen wir. Dann nehme ich hier. Ja, und Besen, das passt. Dani liebt Besen. Geh, mein Schatz? Nein? Soweit alles gekehrt, da beim Sandkasten noch nicht. Und hier die Sachen habe ich auch noch nicht in Tüten gebracht, weil wir müssen die Nüsse aussortieren. Und der Dani ist gerade quengelig. Der will bestimmt was trinken. Weil du sie heute eine Betreuung gemacht hast. Und wie war die Betreuung? Haben sie dir was zu essen gegeben? Was hattest du gegessen? Und du stinkst. Und Pommes. Pommes! Ja, kannst du essen jetzt? Kannst du wieder kleben, ne? Ist ja noch alles ordentlich. Mama, alt! Ja, das ist alt. I, das ist bäh, da ist nichts drin. Oben kriegst du Wasser, Gianni. Keine Fanta mit einem Jahr. Yeah, Gianni. Umtrinken.
So, das ist jetzt vergangen. Du musst jetzt gucken, ob das. Ah, ja. Und dann umdrehen und gucken. Ich will spielen. Ja, und du wolltest das spielen, also habe ich mit ihr. Ich habe dann noch schnell das Haus geklebt. Super. Und die Punkte bekommen wir ja. Ja, Wimperndusche wäre vielleicht nicht schlecht gerade, wenn man sich schon mit dem Concealer die Wimpern wegmacht. Ja, meine Lieben, ich habe mich ganz wenig gemacht, also nur Foundation und Concealer eigentlich. Wollte mit den Kindern raus, aber die waren ja den ganzen Tag hier jetzt im Kindergarten und dann, als ich die Achille abgeholt habe, haben die dort auch noch gespielt und die wollen jetzt nicht weg und ich kann es verstehen, weil die waren jetzt so lange getrennt, dass die total schön miteinander spielen und ich gucke gerade schon mit der Spinnweben. Oh mein Gott, habt ihr auch so viele Spinnweben vor dem Haus? Ich weiß nicht, wo ich hier gelandet bin, aber auf jeden Fall ein Spinnenparadies und ich habe total die Angst vor Spinnen. Ja, und deshalb bleiben wir da. Ich mache jetzt Wäsche, bereite alles so vor meinen Haushalt und ich habe doch ganz oft über meinen Trockner... Ich habe ganz oft über meinen Trockner gemeckert, dass er irgendwie nicht funktioniert. Und dazu wollte ich auch noch nämlich was sagen, weil bei so einer großen Familie habe ich darauf Wert gelegt, mir einen zu holen, der wenig verbraucht, vom Strom her. Dieser Trockner hat gekostet 1000 Euro, was wirklich viel ist. Und ja, irgendwie spinnt er rum. Und jetzt sage ich euch einen Tipp. Ich bin durch Zufall gestern auf Amazon gekommen und habe mir die Bewertungen einfach angeschaut, die die Leute dort geschrieben haben. Und die früheren waren alle total positiv, genauso wie ich es euch so zum Beispiel auch empfohlen hätte, den Trockner. Und die neuesten allerdings sind mangelhaft. Werde ich ihn jetzt gleich auseinanderbauen, weil ich habe es Idi gesagt. Und Idi so, ja, ich mach's dann mal. Aber mal, hallo? Wie denn mal? Irgendwann mal. Hallo! Der hat wohl meinen Berg Wäsche nicht gesehen. Somit habe ich überlegt, das gleich selber anzugehen. So, da ist das gute Stück. Jetzt ist die Überlegung, das Ganze hier rauszuholen. Irgendwie. Okay, da sind Schrauben, die müssten wahrscheinlich dann ab. Dann kann man dieses Teil abmachen. Die eine Bewertung, die ich gelesen habe, da wurde geschrieben, dass der Techniker einfach nur diese Wand abgeschraubt hat und unten etwas sauber gemacht hat. Was mache ich jetzt? Dann mache ich, ich glaube, ich lege zuallererst die Wäsche, die ich hier habe, zusammen. Und lass es doch die Idee machen. Könnt ihr euch einkriegen? Oder ist es eure Creme? Ich kriege mich jetzt auch ein. Oh Mann, also, meine Kinder bekommen hier jetzt auf jeden Fall Verbot zu spielen. Wie der Stuhl aussieht, oh Gott. Viel besser der hier. Einmal Wisch und alles weg. Wow, und das andere. Ja, ich habe lange nicht mehr gedreht, denn heute war ein sehr emotionaler Tag für mich. Ich habe ja das eine Video, wo es um Rassismus sozusagen geht. Ja, wo mich der ältere Herr ein bisschen in die Mängel genommen hat. Nein. Ach, oh Mann.
Ja, ich finde gar keine Worte mehr. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Außer riesen Danke an meine Zuschauer, die so, ja, so anderen Blickwinkel haben als so viele, die draußen durch die Gegend laufen. Irgendwie schöpft man dann so ein bisschen Hoffnung in die Menschheit, weil es ist meistens nicht einfach nur geschrieben, sondern ich begegne ja auch ganz vielen von meinen Zuschauern und diese Menschen sind nicht nur online so, sondern auch im wahren Leben genauso freundlich, wundervoll, nett. Also ihr seid echt toll. Vielen, vielen Dank, dass es euch gibt. Und ja, heute zum Beispiel habe ich auch mit einer Zuschauerin telefoniert. Es wird etwas Cooles geben. Das sind so solche Sachen, glaube ich, die man einfach nur zurückbekommt, wenn man die Hoffnung nicht aufgibt und trotzdem freundlich bleibt. Irgendwie habe ich mir das sehr, sehr zu Herzen genommen. Auch diese Zeichentrickserie, die verfilmt worden ist, Cinderella, sei mutig und freundlich. Ich habe eine Zeit lang ein bisschen aufgehört, freundlich zu sein, sondern einfach eher zurückhaltend, beobachtend und durchaus wirklich das ein oder andere Mal etwas kühler. Und ich muss sagen, es ist nichts für mich. Ich bin einfach gerne freundlich und habe gedacht, ich bin es immer, habe aber Unrecht gehabt. Ich war es dann doch nicht immer. Und jetzt versuche ich darauf zu achten, dass es genauso wie ich es mir vorstelle, durchgehend freundlich bleibe, bin oder irgendwie sowas. Meine Lieben, es ist spät. Und somit verabschiede ich mich. Ich werde mein Make-up, mein leichtes Make-up noch abwaschen und dann mich schlafen gehen. Gute Nacht. Los, schnell zu Mama. Komm, geh mir. Und weg ist er. Nur der Johnny kriegt keins. Sally, oder gibst du ihm ein Stück? Brich ein Stückchen ab und gib ihm.